Gleich machen wir den Gipfel da, Frauenwand. Das Equipment schaut so aus. Das ist der Leuchtturm. Der Paragleiter, der wiegt 6,5 Kilo. Das ist ein Speedboard mit ganz hohen Parabahn. Das ist so wie Heliskiing, aber ohne Motor, nur mit dem Paragleiter. Starten wir dann auf Skistellung, fliegt dann rüber und landet auf die Ski, bauen wir das Ganze wieder zusammen und holen dann das Face, das Notface mit dem Snowboard an. Yeah, man! Bergsteigerschirm in Leichtbauweise, ein ganz normaler Paragleiter, Anfängerschirm, A-Schirm, der super zum Fliegen geht, super safe ist, echt ein gutes Gleiten hat. Also, der freut mich total und das ist eben ein Skywalk Marsala 2. Also der Paragleiter wiegt 3 Kilo, also ein Flugzeug mit 3 Kilo, so ein leichtes und so ein sicheres und was so viel Spaß macht, gibt es nicht auf der Welt. Nicht. Das ist jetzt ein super Gutzeug, ein Wendegutzeug mit Airbag Protection, also ein super sicheres Gutzeug, wiegt 2,7 Kilo, hat auch eine Reserve, einen Fallschirm noch mit dabei, Rucksack und Sitz zugleich, das heißt, ich drehe den gerade so um und voilà, jetzt kommt schon der Rucksack raus. Und der Bau da, unglaublich, Rock and Snow! Woo! Oktober 2015, fette Powder schon auf 2500 Meter herum und im Tal unten ist er grün. Rock and Snow, guys! Und Snowboard.
Okay, gleiten. Jones-Bretel. Auda? Keine Regeln. Alles perfekt.